Und somit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal sind wir durch das Zeitportal gereist. In der Vergangenheit war hinter dieser Tür Zelda, die wir jetzt auch da sehen, die sich jetzt schlafen gelegt hat, um irgendwie das böse Fan zu halten. Der hat uns eine schöne Geschichte erzählt, dass sie die Wiedergeburt ist von der Göttin, dass es ihre Bestimmung ist, in der Vergangenheit aktuell dort zu sein. Und sie hat uns was erzählt von einem Triforce, das wir jetzt suchen sollen. Und dieses befindet sich in Wolkenhort, irgendwo. Das heißt, wir werden dann jetzt hier zurückkehren. Wir können ja mal hier mal lang schauen. Ich glaube, hier sind auch einige Sachen, die wir hier finden können. Ich sollte die Kamera drehen müssen. Irgendwo habe ich mal was gesehen. Okay, da geht's mal hoch. Aber nur wegen dem Herz? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Okay, hier sind auch noch Herzen. Das tut weh, ja. Das hier wäre immer noch was, aber anscheinend nicht. Da können wir noch hoch. Da hätten ein paar Bomben nur. Okay. Okay, dann ist jetzt hier nichts. Über noch ein paar Herzen und was. Nein, ich habe wieder hoch. Wir wollen aber da hoch. Aber wo das Triforce versteckt ist, das weiß keiner, weil die Legende es nicht verrät. So, können wir hier zurück. Nach oben einmal. Ja, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Gibt es dann hier noch irgendwo ein Dungeon oder so? Wo wir das Triforce finden können. Das wäre jetzt nur meine Vermutung. Aber wir müssen jetzt hier irgendwo herumfliegen. Mal schauen, wir können ja mal hier zur Dings hier liegen. Stärke der Lieder. Vielleicht erfahren wir da irgendwas. Ansonsten in der Stadt. Ein paar Personen fahren, den Vater von Zelda auf jeden Fall. Gibt's hier noch eine Truhe? Ja, hier gibt's noch eine Truhe. Ah, die sind oben drauf. Viecher nerven aus. Können wir hier die Insel auch nicht abholen? Vielleicht ist da ja irgendwo was noch zu entdecken. Na so, oben drauf ist die Truhe.
Nein, fall doch nicht runter, ist doch blöd. Ja. Okay. Hat geklappt. Die kleine Bombentasche halt. Mit ihr kannst du 5 weitere Bomben bei dir tragen. Praktisch, wenn du heute Bomben einsetzen möchtest. Deine Tasche ist voll. Das Item wurde in Itemlager deponiert. Okay. So, dann schauen wir mal. Ich glaube eher nicht. Aber wer weiß es schon. Wenn man es schon mal durchgespielt hat, dann vielleicht. Und so? Nicht. Das ist so die erste Vermutung jetzt von mir. Okay, jetzt passiert hier nichts. Er ladet sich auch voll schnell auf jetzt, ne? Okay, dann müssen wir weiter suchen. Okay, da wäre was. Aber man sieht jetzt hier keine Truhe oder so. Hey, der ist gut, Alter. Ah, von der Seite geht's rein. Kann man sich da nicht durchkramen? Oh. Erstmal wieder so ein Gegner. Komischer Käfer, ja? Scheiß Ding, Alter. Nein, geh weg! Ja, du entkommst mir nicht. Keine Sorge. Ich krieg dich schon. Okay, links und rechts ist ein Loch. Dann geh mal links. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Also müssen wir auf jeden Fall noch diese scheiß Steine sammeln. Noch gar nicht alle gefunden. Und hier wahrscheinlich auch eine Truhe, aber da geht's nur hoch. Okay, jetzt hier sind wirklich noch 2 Truhen, Leute. Und dann fliegen wir mal weiter. Nicht da raus, bin ich dumm. Oh Gott. Wir müssen jetzt hier hoch. Ja. Ja, jetzt hier geradeaus noch. Ne, kurz mal in der Runde. Da könnte man weiter schwimmen. Oder wir fallen hier runter. Ich könnte nehmen, hier sind auch irgendwo noch, nur noch Kisten. Truhen.
war gar nichts, ernsthaft? Okay, da kann man durch. Und dann fahren wir runter. Um wieder rauszukommen wahrscheinlich. Ja. Aha. Okay, ein paar Vasen, was, wo nichts drin ist. Okay, hier können wir runterspringen. Da geht's dann rein in die Höhle. Ja, so nicht. Kommt zwar jetzt nicht raus, Alter, meine Güte. Nein, nicht da! Alter, blöd. Ist der blöd, da hätten wir jetzt eine Abkürzung machen können. Ah, wir sind jetzt einmal rumgelaufen. Ah. Okay, nochmal einmal rum hier. Meine Güte. So, einfach runter. Ach, Biene! Alter, hab ich mir erschrocken, Alter. Okay, da ist eine Truhe noch. Aber mehr ist ja auch nicht. Biene, 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 Biene. Und Bienenlarve. Okay, hier ist auf jeden Fall dann noch später eine Truhe. So, da haben wir noch was. Eine kleine Insel. Okay, hier kann man was buddeln. Wow. Hat sich ja voll gelohnt hierhin. Okay, ich denke mal, hier ist nichts wirklich. Diesen Regenbogen war ich auch schon mal einmal. Geh weg, du scheiß Dinger. Einfach so ein paar Inseln, wo einfach nichts ist. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal zu Zeldas Vater hier. Vielleicht kann er uns ja noch irgendwas sagen, was wichtig sein könnte. Ansonsten wüsste ich nicht, wo wir hin noch hin könnten, um einfach an Infos zu gelangen. Zur Statue? Ah. Oder hier. In Wolken mehr noch irgendwo. Irgendeine Insel oder so, keine Ahnung. Naja, in der Nacht müssen wir das Papier abgeben. So, da ist sein Büro. Kann man jetzt vielleicht in Zelda-Zimmer rein? Okay, der hat irgendwas. Hey! Oh, Basti, hast du etwas Neues über Zelda herausgefunden? Sag schon, und sei es nur der kleinste Hinweis. Ich will alles hören. Also, sie ist in der Vergangenheit und
kannst aber auch nicht sprechen. Ich verstehe. Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann. Und dann soll man schweigen. Ich habe ein wenig nachgedacht, Basti. Es tut mir leid, mit anzusehen, wie du dich so Mutterseelen allein deinem Schicksal stellst. Ich bin nur ein alter Mann. Aber vielleicht kann ich dir gerade deswegen helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst mich alles fragen, was du zum Wolkenlord wissen willst. Okay, fein mal. Was sagst du da? Du willst wissen, was das Zweifel ist? Woher weißt du? Die alten Schriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Tut mir leid, da rede ich von meiner Weisheit und muss trotzdem passen. Als ob du jetzt nichts weißt. Mehr über das Zweifel erinnern kann. Ich fürchte, dass es hier einfach nur keine solche Person gibt. Wolkenhort nicht. Aber eventuell irgendwo im Erdland. Hey. Ein Moment, Basti. Einen Hinweis kann ich dir geben. Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Nee, noch gar nicht. Himmelsgeist Narisha. Narisha ist seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken. Gleich ein wandelndes Lexikon. Bin mir sicher, dass er dir etwas vom Teufel sagen kann. Wo ist er? Das ist eine wirklich gute Frage. Der ist sicher schon diese riesige Schurmwolke aufgefallen, die vor kurzem aus heiterem Himmel erschienen ist. Es gibt das Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Nicht dein Ernst jetzt, Alter. Da hatte Meister Otus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen. Doch dann kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht ist er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht solltest du zu Meister Otus direkt nach Narisha fallen. Meister Otus, wer war das mal? Der Schwertmeister? Ich kann mir die Namen nicht so genau merken. Ja, was geht? Ein Himmelsdingens. Okay. Ist das hier, dieser Meister Otus? Ach Quatsch, Meister Otus, der ist ja Lehrer. Oder? Genau, das war der hier. Nee, der ist nicht da, aber sie ist hier. Ach, wie mal, ich gucke nur auf mich aufmerksam. Ich hab doch seinen Brief. Hallo Basti, was willst du? Ich hab mir etwas. Wir können ihr jetzt den Brief geben, aber den Brief könnten wir auch auf der Toilette abgeben. Okay, ich gehe jetzt nochmal kurz speichern. Dann geben wir ihr den Brief und dann gucken wir mal, was nachts passiert, wenn wir auf der Toilette mit diese komische Gestalt den Brief geben. Also, kurzer Cut. So, dann wieder zurück. Wir geben jetzt ihr den Brief. Mal schauen, was wir bekommen. Also, Brief für mich? Vielleicht beim Kuckuck? Bitte sehr. Bitte danke. Von wem ist er? Also, die Handschrift ist sehr krakelig. Egal, mal sehen, was da steht. Meine Liebe für dich ist weiter als der Himmel und so stark wie ein Sturm. Ich möchte, dass du meine Freundin wirst. Dein Ritter Rex. Ja, war wohl nix. Rex. Schreibt der sich nicht immer mit Bardo herum? Und dieser Liebesbrief, er ist von eben diesem Rex. Ach du Liebe, bitte. Aber der Brief ist so schön, so voller Gefühle. Vielleicht sollte ich mich wirklich mit Rex verabreden. Was rede ich da? Was würde wohl Kuko denken, wenn er davon wüsste? Ja. Das habe ich auch keine Ahnung. Da reden wir mal direkt mit Rex.
Was? Du hast vorhin auf meinen Brief also gegeben? Und was jetzt? Was mache ich jetzt? Ich muss sie wohl um eine Antwort bitten. Aber das ist so peinlich. Alles klar. Also wir haben hier nicht wirklich was bekommen. Anscheinend ist es egal, ob wir die abgeben oder die Toilette geben. Deswegen machen wir jetzt hier einen Cut und sehen uns nachts mit dem Brief wieder. Ich habe ja gespeichert. Hier vor der Toilette wieder. Mit dem Brief, ja. Mal schauen, was wir dann bekommen. So, an der Toilette angekommen. Oh, Papier, du hast mir Papier gebracht. Mach jetzt die Tür auf. Bitte komm herein. Und wer ist jetzt hier? Immer wieder die komische Hand, Alter. Die ist schon so oft bei diesen Zelda-Spielen, Alter. Genial. Papier, ich brauche Papier. Ich will niemandem etwas tun, ich will nur Papier. Oh, Papier für mich? Ich bin so glücklich. Aber das sieht aus wie ein Brief. Willst du mir das wirklich überlassen? Ha, ja. Danke, ich werde es ganz behutsam verwenden. Aber ich bin eine Dame, ich frag nicht, wofür. Ja, Clotilde. Wir sehen uns wieder, mein edler Ritter. Ja, das war's dann schon. Einfach ins Klo runtergespült. Also werden wir wahrscheinlich hier nichts bekommen. Egal ob wir ihr den Brief geben oder der Toilette. Okay. Wir werden jetzt sagen, dass wir ihn gegeben haben. Hey. Ach, sie hast. Naja, ja, also. Wir können einfach ja sagen oder. Oder nicht, weil ist eigentlich einfach egal. Was ihn, dem Verrückten auf dem Klo? Ich hab dir gesagt, dass du das nicht. Doch, so oft habe ich es gesagt. Leute wie du, die der Liebe anderer im Weg stehen, sollten von einem Vogel getreten werden. Ich bin ab jetzt nicht mehr dein Freund. Oh, wie ich dich hasse, Basti. Oh, verdammt. Oh, der Arme. Es tut mir so leid, Rex. Können wir bei ihnen rein? Wir gehen uns entschuldigen. Okay, das ist gar nicht da. Naja, okay, egal. Das soll es dann auch immer für heute gewesen sein. Wir wissen immer noch nicht, wo das Volkboss sich befinden könnte. Weil in der Gewitterwolke soll irgendwie eine Drache sein. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich werde den Spiel schon wieder so machen, dass ich den Brief abgegeben habe, den anderen Spiel beim Laden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge hier von Skyward 12 wieder. Und dann sage ich nochmal, ich bin der Basti, bleibt für den Shade und ciao.